kein Wunder, dass du hier immer so aggressiv rumrennst. Diese Spiele, die machen doch blöd. Bin ja nicht aggressiv und blöd bin ich auch nicht. Das müsstest du am besten wissen, bla. Naja, aber es ist doch ganz klar ein typisches Beispiel. Die Jugend heutzutage, ja, zum Beispiel von 6 bis 13 Jahre, die sind in Deutschland über 2 Stunden pro Tag, entweder vorm Fernseher, vom Computer oder vom Internet, manche sogar noch länger. Gar nicht gut. Naja, ich finde das Ansichtssache. Die Kinder sind eben heutzutage eben öfters am PC, das ist eben so 21. Jahrhundert, bla, ist doch ganz normal. Und naja, man kann eben da auch viel lernen, Hausaufgaben machen und meistens sind die Kinder doch sowieso draußen, wenn schönes Wetter ist und alles. Ja, aber die, die vorm Computer hocken, die bauen sich Parallelwelten auf, haben weniger soziale Kontakte und es ist eindeutig bewiesen, dass zum Beispiel diese Ballerspiele die Aggressivität auch fördern. Aber Mensch, bla! Das ist einfach Erziehungssache. Die Eltern müssen einfach auch mal kontrollieren, was die Kinder da spielen. Und wenn das alles ganz gut läuft, liegt da keine Gefahr drin. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Eltern sehen das auch gar nicht das Problem, weil die überhaupt nicht, noch gar nicht so fit sind wie die Kinder meistens mit den Medien, weißt du? Und deswegen konsumieren die Kinder meistens schon viel zu früh das Krasse. Ja, da stimme ich natürlich zu, aber so insgesamt finde ich die Entwicklung echt ein bisschen doof. So, man googelt immer gleich, man verlässt sich nicht mehr auf seinen Kopf und so, da sollte man echt mal wieder ein bisschen hinkommen, finde ich. Ja, da gebe ich dir auch ganz doll recht. Und ich muss auch sagen, ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen Bock jetzt Fußball zu spielen. Lass rausgehen. Kommst du mit? Mach ich. Ich schieße dir auch nicht in die Eier wie letztes Mal, versprochen, ja? Alles klar. Cool.